Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Mirror's Edge. Und ja, es geht gleich super los. Man darf anscheinend nicht stehen bleiben. Ja, ich musste jetzt aufnehmen und genau. Ist mal ein bisschen leiser machen, den Sound hier auf die Ohren. Das ist ganz schön. Ja, sehr, sehr laut. Und ja, genau. Wir waren hier ständig am Rumfailen und deswegen, das wollte ich mal ändern. Und deswegen habe ich nicht extra geübt. Aber irgendwie ist das ja immer so bei neuen Aufnahmen. Da klappt das ja immer. Ach Quatsch. Was drückt man denn da nochmal? Scheiße, ich hab's vergessen, was man da für eine Taste drückt. Nein. Oh weia. Ey, das ist die Hitze. Die macht mich völlig vergesslich. Was drück ich denn? Was drück ich denn? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße da, ey, das gibt's doch nicht. Ah! Rechte Maustaste. Okay. Glück gehabt. Jetzt weiß ich's wieder. Zack! Jawoll! Sie schicken Verstärkung! So, die Verstärkung kommt doch da hinten. Hallo? Wo ist denn die Verstärkung hin? Da. Da hätten wir die schon mal. Und den hier packen wir uns auch noch. Ah, jawohl. So, das läuft doch diesmal alles sehr viel besser. Ich hoffe, wir schaffen den... Bist du denn wahnsinnig, Mädchen? So. Jetzt müssen wir nur noch da drüber kommen. Und das ist ja so eine Sache. So eine Sache. Starkstrom natürlich unter uns. Hier hoch. So. Ey, wer schießt denn hier schon wieder? Ach, da hinten stehen schon wieder welche. Halt dein Kackmaul jetzt. So, weg damit. Wir wollen jetzt doch hier rüber. 1, 2, 3, go, go, go. Yeah! Jawohl, und diesmal habe ich keine anderen Tasten gedrückt. Ha, wunderbar. Und schon geht's weiter. Und gibt's hier jetzt einen Aufzug oder so? Ach, diese Ruhe von der ganzen Musik jetzt gerade. Schön. Aufzug. Den darf ich diesmal nicht benutzen. Hä? Vor Ihnen gibt es einen Aufzug. Ich habe ihn entriegelt. Fahren Sie mit ihm zum Serverraum. Von da müssten Sie in die oberen Stockwerke und zu Kate kommen. Ha. War doch richtig. Ja, dieser Aufzug. Wow. Nichts für Epileptiker. Hui. Boah, das sieht natürlich auch geil aus. Doch, oh nee, kein Helikopter. Nein. Verdammt, die Sicherheitstüren zum Dach sind zu. Zerstören Sie die Server. Der Strom wird lange genug weg sein, damit Sie die Tür öffnen können. Was für Server? Warum ist denn der jetzt andersfarbig? Die Überwachung der gesamten Stadt liegt vor Ihnen, Faith. Verdammt, es klingt, als hätten Sie Kate aufs Dach gebracht. Ein Helikopter ist im Anflug. Sie müssen sich beeilen. Was zum... Miller! Nee. Aua. Nee, nicht schon wieder. So, wenn das jetzt zu viel Gefälle wird, dann schneide ich die Scheiße raus. So. Das ist ja sonst nicht mehr. Huch, was ist denn hier los? Wo springt die denn hin? Ist die denn wahnsinnig? Die Überwachung der Gesamt. So,
Also ich überspringe jetzt einfach mal die Szenen. So, und dann renne ich einfach mal hier unten drunter durch, weil da ist irgendwie keiner. Huch. Huch, wo bin ich denn jetzt? Aua. Ne, das werdet ihr nicht miterleben. So, da habe ich erstmal den Start schon verkackt. Und ja, dann wollen wir mal schauen, was uns so der Tag heute bringt. Ich habe jetzt eine lange Aufnahmepause gehabt. Und ja, genau. Dann wollen wir mal schauen. Weil... Na, scheiße. Überwachung der gesamten Stadt liegt vor Ihnen, Faden. Ja, so, und weiter geht's. Und weiter geht's. Und hallo, Mädchen, läufst du mal? Bewegung, Bewegung! So, wir müssen jetzt ja die ganzen Rechner kaputt kriegen. Hör auf, hier alte Müller rumzuschreien. Das geht einem vielleicht auch ins Senkel. Wir rennen jetzt einfach mal die ganze Zeit hier lang. Und hoffen, dass die hier alles kaputt schießen. Ah! Ist so dunkel. Oh, oh, oh. So. Ah, da stehen auch welche. Nein, 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 nein. Ah, scheiße, das kann einfach nicht wahr sein. Die Überwachung der gesamten Stadt liegt vor Ihnen, Faden. Ja, so. Dann warten wir einfach mal ein paar. Probieren es einfach nochmal. Miller! Miller! Nein! Hm. Wir müssen irgendwie. Die Überwachung der gesamten Stadt liegt vor Ihnen, Faden. So, wir müssen jetzt einfach mal probieren, die Seite da hoch zu rennen. Dann hoffe ich, klappt das irgendwie. Oh, das geht schon wieder gut los. Ich hab mich mal wieder keinen Schuss. Warten. Hallo? Wow. Da ist einer. Ach du Scheiße, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Die Überwachung der gesamten Stadt liegt vor Ihnen, Faden. So, und auf ein neues. Schatten von unten. Aber die fahren jetzt schon so oft. Weiter. Jetzt macht das scheiß Glas kaputt. So. Ja, ist ja okay. Ach, da ist schon wieder einer. Ah, ja. Okay. Nein. Aua, aua. Jawohl! Das sieht doch jetzt gut aus. Jawohl! Schön! So, jetzt muss ich mich nur nicht erwischen lassen. Sonst raste ich aus. Das kann nicht sein. Jawohl! So. Und neue Waffe. Oh, das gibt's nicht. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass die anderen nicht kommen. Hallo? Das ist ein... Ah, oh, das freut mich gerade richtig, aber jetzt habe ich Angst, hier woanders hinzugehen. Ich hab's gerade geschafft. Natürlich gleich auf dem Präsentierteller hier oben rumlaufen. Jetzt alle tot oder was? Toll, wie krieg ich die jetzt kaputt? Kann ich jetzt...
kann man sich nur von jedem einen machen. Was für Neuigkeiten? Hä? Ich muss doch jetzt hier die Rechner ausschalten, oder nicht? Weiß ich nicht. Anscheinend doch nicht, aber... Wow, die Waffe ist mal leer. Gut. Also... Ja, gut, das wird jetzt ein kurzer Part, weil ich nämlich jetzt erstmal hier einen Cut mache und die ganze Gefälle erstmal rausschneiden muss und dann werde ich sehen, was übrig bleibt und... Nee, das machen wir nicht. Das hat das sonst nicht gespeichert. Wir müssen das jetzt machen. Wir gehen jetzt hier durch. Musik vorbei. Finish Current, Opus Colanta, irgendwas. Oh, wie wir von Blau in Gelb kommen. Ich hasse Gelb. Hallo? Halt, stopp. Jetzt rede ich. Ob du hier bist und nicht. Dachzugang. Puh, hoffentlich prügelt uns da jetzt nicht jemand noch den Kopf ein. Hallo, Faith. Jackknife, aber wie konnte es... Genau diese Einstellung. Genau deshalb konnte ich es. Wessen Handlanger bist du? Sagen wir einfach, ich weiß, wer die großen Fische sind. Callahan. Warum wir? Klassische Kriegsführung. Die Kommunikation unterbrechen, die Boten ausschalten. Ohne Poe und ohne die Runner werden eure Kunden, diejenigen, die die alte Stadt einfach nicht aufgeben wollen, abgeschnitten. Verwundbar. Dann kann sich diese Stadt befreien vom übrigen... Dreck. Also ist das nur der Anfang. Ich betrachte es lieber als ein Ende. Doch, du hast wirklich gute Arbeit geleistet, hast all die offenen Fragen beantwortet über Popes Ableben. Deshalb bist du noch am Leben. Du kannst nicht dein ganzes Leben am Rand verbringen. Früher oder später musst du springen, Faith. Oh, wo kommt ihr denn jetzt her? Aua! Aua! Mann! Jetzt aber! Jump!